Seit Anbeginn der Wissenschaft versucht die Menschheit, das Rätsel des Lebens zu ergründen. Die Erde ist ein relativ geschlossenes System im Universum. Sie nimmt Energie von der Sonne auf, aber nahezu keine Materie aus dem Weltall. Das bedeutet, die Bausteine der Erde reichen aus, um das Leben zu erhalten. Die Natur kennt keinen Abfall. Alles wird verwertet. Sämtliche Stoffe sind in Bewegung, angetrieben von Energie. So kommt das Leben niemals zum Stillstand. Wachstum und Zerfall treiben es in ewigen Kreisläufen an. Die Raupe frisst die Pflanze. Der Vogel frisst die Raupe. Die Katze frisst den Vogel und hinterlässt ein Häufchen auf der Wiese. Der Mistkäfer sieht den hinterlassenen Schatz und rollt ihn unter die Erde und trifft einen Wurm. Wurm und Käfer teilen den Schatz. Wasser, Bakterien und Pilze wandeln die Überreste in einen mineralischen Energy Drink für Wurzeln. Und die Pflanze wächst.